Lava. Da oben ist noch was, hier hinten ist auch noch was, gell? Ja, da hoch komme ich aber nicht alleine. Ah, ich liebe unseren gut geskillten Magier. Der ist top. So, was? Ich mach das so prima. Warum hält denn das hier nicht an der blöden Kugel? Ja, siehst du, merkst du was? Hm? Ja, irgendwas musst du falsch machen. An der anderen Kugel hat sie auch gehalten. Ja, aber nicht jede Kugel. Lumi, du bist schuld. Klar, jetzt hält's. Guck mal. Irgendwas hast du falsch gemacht. Aber ich muss nach oben und nicht einfach nur. Ja, ich wollte erstmal das Schwingen aufhalten. Ja, das kannst du einfach mit Rechtsklick machen. Hast du mal hier offen und diese Bretter dort? Ich bin gleich tot. Wie wär's mit einem Viereck? Nimm das Brett weg. Wie wär's mit einem Viereck und nicht Planken überall? Ja. Weil dann könntest du es höher. Lumi, kannst du. Ja. Ja. Ich bin schon dabei. Jo, aua. Oh, jo. Ja. Oh, sie verbrennt mich. Heute gibt's also einen knusprigen Ben. Lumi, du musst da. Dabei ist man guck mal, so macht man das. Die Lumi hat es nämlich geschafft. Ja, sie hat ja auch die Sachen richtig aufeinander gesetzt. Ah, jetzt habe ich hier wieder das Ding. Ich will nicht sterben. Wofür brauche ich das? Wofür brauche ich Didde? Den Spiegel. Ach. Spring mal rein und guck mal, wo ich rauskomme. Oben drüber. Dickes Eis. Tada. Mein Hammer bringt hier nichts. Hier ist noch eine Röhre. Wahrscheinlich müssen wir. Man muss aber von hier reinspringen, ne? Damit es wirkt, Benny. Ja, weil ich denke, wir müssen die Röhre damit auffangen, wenn die runterfällt oder sowas, keine Ahnung. Die geht aber nicht raus. Nee, logisch, weil Felix da hinschießt, aber ich komme da mit dem Hammer nicht rein. Da hinschießt? Ja, doch, jetzt, wenn ich das richtig treffe. Achso, du kannst mit der Röhre die Lava woanders hinleiten, aber. Ja, wenn die Lumi da das Zeug wieder wegnehmen würde. Wir müssen wahrscheinlich das. Wir müssen das Eis irgendwie schmelzen mit der Lava. Vermutlich nur Felix muss dazu erstmal nach oben. Weil jetzt fällt er nicht drauf, einfach nur. Nee, momentan. Da oben ist noch ein Hebel oder irgendwas. Ja eben, Felix muss nämlich hoch und sonst ich komme da nicht hoch. Also hier hinten kann man. Hier hinten kann man hoch. Kannst dich fest. Du kannst auch einfach festhalten. Wieso fällt sich nicht einfach fest? Es wäre viel zu einfach. Er hat halt einen Enterhaken und benutzt ihn nicht. Er weigert sich aktiv den Enterhaken zu benutzen, den er hat. Ja, Lumi schiebt mir aktiv die Teile da unten drunter rein. Mir auch. Ich will dir doch nur helfen. I'm Lumi, I'm helping. I'm nerving. Nerving, geil. Der Sommer ist weg mit all seinem Bann. Die süßen Blumen, der Sonne Segen. Blätter und Gras und dann warmer Regen. Und nun der Winter kommt schnell heran. Bald legt sich der Wind des Herbstes nieder. Die Tage werden dunkel und kälter wieder. Jeder Tag trüber und die Zeit wird müde. Aber Frühling ist in der Erde und kommt wieder. Nein, es geht nicht so einfach, Lumi. Warum nicht? Wieso kommt man da nicht rüber? Ey, kommen wir nicht genauso hier hoch, wie wir bei dem anderen hochgekommen sind? Sprich mit Lumis Kistenhilfe? Ja, wir bräuchten einfach bloß, warte mal, wir müssen das Ding da wieder wegnehmen. Ja, nimm doch weg. Aber dann haben wir immer noch die Lava, die auf uns drauf blöppelt. Naja, jetzt blöppelt sie ja daneben. Einer muss jetzt einfach in den Schranke durch. Lumi, kannst du das Ding mal ein Stück, Lumi? Was? Nein, ich bin gerade auf. Ja, du kannst einfach durchspringen. Spring doch einfach durch und spring von der anderen Seite wieder rein. Ja, ich spring alles durch. Safe. So, jetzt kann ich das hier bewegen. Wo soll ich denn hinbewegen? Unter das. Unter die Lava? Du kannst direkt um die Lava bewegen. Ja. Nimm mal den Plöppel weg, Lumi. Links. Bewegst mal unten die Lava. Jib. Dann müssen wir den Dart wegnehmen. Und ja, jetzt müssen wir nur noch die Gravitationsfeld woanders hinpacken. Ich würde das hier unten niedriger machen. Felix, mach mal nach unten ein Stück. Ja, oder so. Der läuft in der falsche Richtung. Nee, ist egal. Hauptsache, die Lava kommt aufs Eis. Wie willst du denn in die richtige Richtung laufen lassen? Alles gut. Hier, komm. Ich glaube, es läuft nur in die falsche Richtung, weil das direkt gegen die Wand macht. Ja, Lumi, richtig geil. Ja, Lumi, das war eine richtige Glanzleistung. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Ja, du musst ja natürlich erst ich würde den anderen Spiegel dort wegnehmen. Ich will hier noch wieder beleben, ich bin da links, ne? Ja, ich wollte hier halt erstmal so durchkommen, was machen, aber.
Lumi wäre gleich schon wieder dran gewesen. Lumi geht halt duschen. Hier über uns. In heißer Lava geht Lumi gerne duschen. Da ist noch mehr. Au, Lumi hasst uns. Sie stellt die Blöcke mittlerweile einfach auf uns ab. Aber ja, immer auf uns tatsächlich. Hui! Ich mach das nicht mehr, weil es mir Spaß macht, sondern eigentlich, weil ich insgeheim hoffe, dass sie für immer verschwindet. Hier drüben ist was. Lumi ist ganz schön toxisch heute. Ja. Ach, gekriegt. Hast du irgendwie... Butter, ich spiel zu oft Butter. Also, da wird man doch salzig, nicht toxisch, oder? Ist das nicht irgendwie das Gleiche? Nee, toxisch ist aktives, fies sein. Salzig ist so dieses Sarkasmus-Ding. Ah, stimmt, Worte hier. Also, ich würde sagen, wir müssen uns einfach auf das stellen. Und dann andersrum. Andersrum, Lumi. Du musst meins hochmachen. Danke, Schankedön. Ich schwöre, stell dir nicht auf das andere Ding drauf. Warum stellt ihr denn auf dem, das unten steht die ganze Zeit? Ich will, dass man so oben hinkommt. Ja, Lumi, komm, das Lumi, ist spring rüber. Richtig. Jetzt mach's runter und spring rüber. Auf das andere. Ah, schön. Was willst du denn von mir? Ich will du musst auch hoch. Ich komm schon irgendwie hoch. Wäre schön, wenn ihr hier mit daran teilnehmen würdet. Eine Chischen, ich schaff das schon. Oh, wir sind schwer runtergeflogen. So. Du bist ja wirklich schon ganz alleine hochgekommen. Ein Wunder ist geschehen. Lass mich nur nie machen. Ich brauche halt vielleicht mal eine Sekunde länger, aber dann mache ich es auch richtig. Oh, vereiste Fläche. Lumi, wir brauchen dich. Das ist ein sehr düsterer Witz. Wir brauchen den Ben, der hier oben haut. Das ist ein sehr düsterer Witz. Naja, aber der Benny rutscht sonst runter. Schlitten. Ich kann das nicht halten, wenn ihr drauf steht, gell? Alles gut, das hält davon alleine. Hier geblieben, Hammer! Nein! Hammer! Hab's erwischt. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal hier hoch. Naja, du musst nochmal so eine Planke. Benny, komm mal nach links. Plank it, Baby. Und dann aber da noch eine Kiste hin. Ja. Aber auf die andere Seite auch vielleicht auch noch eine, damit. Aber ihr lasst mir keine Zeit. Ist okay. Hey, ja, da oben, was ist denn? Ist doch alles gut. Der Schlitten rollt. Ey, komm, Lumi, du kannst uns einen Schlitten bauen. Hier oben alles eingesammelt. Ich schieb an. Ich schieb an. Guck mal, Lumi, wir bauen jetzt einen Schlitten. Du musst mal mit draufspringen. Du musst mit draufspringen. Jetzt die blöde Frage: Ist rechts unten noch irgendwas? Keine Ahnung. Ich denke mal, rechts unten wird es dann weitergehen, oder? Also mal, wenn mir jemand mal meinen Scheiß kaputt macht, dann. Also hier drüben? Ja, hier drüben ist bloß ein versteckter Raum, Benny. Nein, da unten ist nichts mehr. Hier, nee, hier unten ist ein... Es geht da weiter, wo du bist, Felix. Echt? Ach, Bruno, Felix. Ich will ja nicht, dass du verschwindest, du die anderen. Run of hell. Hey! Das finde ich jetzt ganz schön gemein. Benny. Ja? Benny, da ist was. Wo ist was? Gut. Da ist nichts, da sollen wir uns dranhängen. Kannst du mich wiederholen? Ja, warum? Wenn Felix da hochschwingt, dann können wir das wiederholen. Sie, aber ich weiß nicht, wie wir weiterkommen. Tut mein Hintern weh. Sport gemacht? Nein. Sitzerei. Du warst diese Woche noch nicht beim Sport? Ich bin doch immer noch kratzig im Hals zwischen dem Sport. Okay, Moment. Was ist denn hier kaputt gegangen? Ja, davon abgesehen, dass ich trotzdem Muskelkater habe, weil ich gestern 120 Kilogramm geschleppt habe. Okay. Mach mich doch nicht... Mach mich doch nicht schwerelos, wenn ich kämpfen will. Da kommt er irgendwie nicht auf den Boden. So. Feuer jetzt gemütlich in der Form. Schön wär's, Chris, schön wär's. Nein! Ich bin tot. Das ist eine Blume. Ich bin auch tot. Ich bin tot. Ich hab die Blume noch gesehen. Benny, Ben, du machst das. Ben. Ich muss ihn in den Popo hauen. Benny, nach oben springen einfach. Ja, oder so. Ich hab damit nichts zu tun. Ja, ja, es ist okay. Aber ich komme dort nicht hoch. Moment. Von da komme ich da hoch. Yay. Wenn das Gravitationsfeld war. Use and turn lever. Aber das Gravitationsfeld war gar nicht mal so schlecht. Da ist eine rote.
Aua. Hier sind ganz viele Rosen. Geil. Ich brauche hier trotzdem noch irgendwas. Du könntest... Okay, warte mal, ich mache noch eine Kiste. Moment, ich geh weg. Warte, ich mache euch eine Kiste dahin. Oder ganz ruhig. Ich stell mich hier hin und guck zu. Ohne zu meckern. Es reicht nicht. Mama, das klappt nicht. Ich brauche zwei Kisten. Zwei Kisten. Ich brauche zwei Fruchtzwerge, Frau Lumida. Ja, mein Kind. Dankeschön, Frau Lumida. Oh nein, ich rutsche runter. Ey, wieso rutsche ich mit Insta wieder runter? Was ist denn hier kaputt? Ja, weil hier, weiß nicht, reicht. Auch irgendwas, oder? Weiß nicht, reicht? Doch, das reicht schon. Ich war ja oben. Nein? Ich war doch gerade oben. Müssen wir da überhaupt hin? So eine blöde Frage. Ist das überhaupt richtig? Kommt da überhaupt nicht hin? Ui, ich bin drüben. Du bist auf die Pflanze, oder? Ui, ja. Der Pfad ist hier zu Ende. Ja, ich rutsche jetzt leider nach unten. Ein langer Weg nach du musst unten. Links auf die Pflanze, dann kannst du durchhüpfen. Oder so. Wie soll ich denn kommen? Hilf mir, kleiner Benni, spring einfach danach drüben auf dieses... Damit ich weiterkomme. Wir wurden gerade, uns wurde gerade magisch geholfen. Sie ja. Hat den Baum wachsen lassen. Da du runtergerutscht bist, bist du mir eh weitergekommen. Sorry. Nee, ist alles okay. Tja, was ist jetzt? Stört sowas nicht. So. Boah, ich war gestern im Spreewald paddeln. Dass Isabel in der Tat Rosabels Schwester war. Die Reise zurück zu Rosabels Haus führte das Trio an der Seite eines Berges herunter. Und durch gefährliche Spukwälder. Dann kamen sie schneller voran. Es schien, als würde der ganze Wald lebendig werden und ihnen helfen, sicher hindurchzukommen. In der Hoffnung, Rosabel überraschen zu können, steigen sie über den versteinerten Baum zu einem Balkon. Das Versteck. Sag mal, hat irgendjemand von euch die Story wirklich verfolgt? Ja, wir helfen der einen Schwester, die als Blume verwandelt wurde, gegen die böse Schwester, die mit ihrem Spiegel uns beobachtet. Benni kann das halt. Oh, schön. Das ist irgendwie traurig. Sie sehen so glücklich zusammen aus. Da sind die beiden Schwestern. Die schwarze ist die böse. Guck mal hier. Die Pfeiler. Da sind wir hinter dem Bild. Seht mal. Ein Durchgang. Hui. Ja, wir bleiben hier stehen, ne? Du machst das schon. Viel Spaß. Bye bye. Bye bye. Prinzessin Isabel. Da ist er. Eure Ritter sind hier. Als Blume. Wacht auf, Eure Majestät. Könnt ihr uns hören? Seid ihr verletzt, Prinzessin? Wir werden euch gleich befreien. Die Helden schrien und riefen nach der Prinzessin. Doch erwachte sie nicht aus ihrem todesähnlichen Schlaf. Sie kann uns nicht hören. Sie scheint bewusstlos zu sein. Natürlich der Schlafzauber. Er ist nahezu unumkehrbar. Ihr solltet nicht hier sein. Da ist die Böse. Meinst du, ja. Das Seelenartefakt ist also an euch drei gebunden. Ich frage mich, was passiert, wenn ihr alle sterbt. Wir respawnen am letzten Checkpoint. Das Artefakt wird niemals helfen. Damit kommst du nicht durch, wie auch immer dein übler Plan aussieht. Schweigt, Gesindel! Es war nicht meine Absicht, dass der Wald Isabels Macht stiehlt. Aber mit eurem Artefakt kann ich dieses Land wieder in Ordnung bringen. Oder du könntest Isabel freilassen. Zuerst muss ich euch drei oder ihr könnt werden. Dich töten. Lasst mich euch mein kleines Haustier vorstellen. Hundi! Bist du schneller als ich? Ist ein größerer Hundi. Nee, ich hab mich nur... Drache. Ist ja auch der Drache, den hat man schon als Illusion. Wir brauchen hier, glaube ich, Wasser. Oh nein! Nicht der Drache! Hier, Wasser! Auf die Ohrringe! Was machst du? Wasser? Nein, auf das Wasser Drachen. Muss doch hier runter! Wasser auf den Drachen! Wasser auf den Drachen! Warum auf den Drachen? Weil ich Wasser auf den Drachen machen will. Zielt auf die Ohrringe! Was haben wir denn da oben? Zielt auf die Ohrringe, hast du gehört? Wir müssen die. Ja, jetzt brennt er das wieder ab. Wir müssen was auf der anderen Seite machen. Oder so. Hallo, wir müssen es dann auf beiden Seiten gleichzeitig machen, weil der eine Seite immer abbrennt. Au, ich bin gefressen worden. Nee, doch. Jetzt hauf ich auf die Ohrringe. Komm hier an die Ohrringe ran. Nein!
Wieso komme ich denn nicht an die blöden Ohrringe ran? Ach, zerbrennt das schon wieder. Irgendwie macht Felix immer weg, dass ich das. Dass ich da nicht rankomme in dem Moment. Ja, du kannst ja zu mir kommen, Benny, ich mach die Blätter ständig neu. Nee, die Blätter, du machst die Blätter nicht weg, sondern du machst den Kopf immer weg, wenn ich gerade hochgesprungen bin. Oh oh. Ich mach den Kopf weg. Aua. Den Dings, den Gravity-Teil. Nein, nein. Du haust ihm immer in dem Moment den Pfeil ins Gesicht, wo ich da hinspringe, um ihn zu hauen, und dann kann ich ihn nicht hauen, weil er dann seinen Kopf wegdreht. Ja, dann mach ich nichts mehr, dann mach ich bloß noch die Blätter. Nein, nein, mach ruhig, das im Ende macht ja auch Schaden. Erledige nun den Rest von ihm. Das ist nur, weil es mir die Ohrringe und die Hörner kaputt machen. Ich kann halt nichts machen. Explosion! Dann brauch ich das Wasser nicht auf ihn schmeißen. Ja, jetzt kann ich nicht, dass die Ohrringe irgendwie treffen sollte. Oh oh. Heiß! Was heißt, ich mach da irgendwie Schaden? Der Tara hat Haufen Schaden. Hat Haufen Schaden? Du machst Schaden! Ich mach Schaden? Er dreht doch immer den Kopf weg, wenn du es triffst. Leute. Ich kann nichts machen. Wie, was kannst du nichts machen? Ich habe ja keine Waffen und nichts. Du kannst aber Kisten auf die Sachen stellen, hier wo du zum Beispiel stehst, und dann den ablenken. Und du kannst wahrscheinlich auch, ups, wenn ich das hier anzünde, das Ding hochhalten. Das habe ich schon probiert, aber dann... Ja, aber der muss halt da sein, ist halt jetzt gerade wieder weg im Hintergrund. Nee, auch vorhin. Ich habe das die ganze Zeit versucht, ihn damit irgendwie zu treffen. Wir hatten dieses Ding da oben hingestellt. Oh, aua. Aua. Wir müssen nämlich den linken. Ich muss auf die linke Seite gehen. Du hast die rechte Seite kaputt gemacht. Oh Gott, ich kann irgendwie ein Viecher. Hüpfer. Du bist schon wieder da, Felix. Aber du musst auf die linke Seite gehen. Du hast. Du musst mal links schießen, Felix. Ja, warte mal. Benny, wir sind hier gerade ein bisschen unter. I know. Wie komme ich denn da hoch? So. Gar nicht. Hier, über die Pflanze. Sorry. Autsch. Ey, hier geht halt viel mehr ab als drüben. Ja, weil er immer auf uns gegangen ist hier, während du... Ich bin vielleicht wieder tot, ey. Ich geh rüber und dann geh drüber. Aua, ja, okay. Schade. Die Helden hatten herausgefunden, dass Isabel in der... Okay, jetzt können wir überspringen, oder? Ja. Ja. Also du musst die Seite wechseln, wenn du eine Seite kaputt gemacht hast, die ganzen Dinger, alles was da rumbömmelt. Wie habt ihr hier das Wasser ausgelöst? Der mit dem Schalter da links. Wenn du mal weggehst, dann mach ich da links hin, der ist dauerhaft. Na, der wird ja verbrannt, scheiße. Ich kann auch mit meinem Hammer werfen, das ist auch eine Option. Mit herzlichen Grüßen. Wasser! Fließt ja schon, es dauert halt einen Moment. Hammer! Zielt auf die Ohrringe! Ja, wir sind schon bei den Ohrringen. Boah, wieder Wasser. Das läuft doch die ganze Zeit, Felix, und gerade wird's behindert durch deine Dings, deine Gravitationsding. Aua! Bin ich hier gravitiert oder was? Jetzt ist die Blume schon wieder weg, das ist hier drüben echt doof gelöst. In dem Moment, wo der Feuer macht, geht die Blume weg. Na, lass mich. Scheiß Drachenvieh, ey. Hier drüben kommt echt nichts. Das ist total unbalanciert. Der macht auf beiden Seiten das weg, in dem Moment, wo der Feuer macht, der brüllt komplett durch. Was machst du mit deinem Kopf? Ich hab den Ehring getötet. Ich will irgendwas helfen, Stuff. Aber ich kann nichts helfen. Aber das ist doch nur im Weg, wenn du jetzt Sachen dorthin packst, wenn wir die irgendwie beschießen wollen. Nein. Und ich wäre Königin geblieben, wenn der Wald nicht ihre Kräfte gestohlen hätte. Gut, wir sind fast tot. Oh, wow, das sind Viecher. Wir müssen mehr da hoch. Viecher. Felix, Achtung, Explosion! Ja, Chili Midi, es ist doch noch. Ist doch noch kalt. Das ist ja, du kannst doch wieder löschen. Okay, du löschst es gerade mit dem Wasser.
konstant. Aber geil ist, dass hier gar nichts mehr wächst. Ja, weil du die Fässer drauf liegen, die ganze Zeit löscht. Oder? Ah, scheiße, hab ich die Eispfeile schon wieder drauf gehauen. Ich glaube, eins brennt noch, es muss eigentlich noch gehen. Irgendwann. Oder? Aua! Kannst du irgendwann explodieren? Ja, jetzt. Jetzt kannst du wieder wachsen lassen. Ich bin tot. Ja, wir helfen dir frei. Es wächst. Wiederbelebt. Ja. Wir haben wieder volle Energie. Ich hab hier einen ordentlichen Bug. Hey, du hast keinen Bug, du fliegst einfach an meinem Antigravitationsfeld. Nein, ich fliege nämlich auch außerhalb deines Antigravitationsfelds. Au. Siehst du das? Ja. Lumi fliegt jetzt immer. Toll. Ja, Lumi, ich würde mich einfach immer umbringen. Ja, ich weiß nicht. Lass mal die Ringe unten killen. Ich glaube, ich nehme auch momentan keinen Schaden. Doch, nimmst du. Ich muss nur noch das linke Ohr noch. Ja, Moment, ich ja. Treffe, Felix, du bist halt viel einfacher im Treffen. Ich muss hier irgendwie mal hochklettern. Aua! Reiß mich mal nicht, Junge. Na dann geh rüber, Benny, ablenken. Jetzt kommen gleich wieder was Sachen von oben. Oh, ne, ich bin tot. Ich bin auch tot. Felix, du bist der einzige Lebende noch. Echt jetzt? Ja. Oh, Scheiße! Tut mir leid. Ich will auch mal irgendwas spielen, was kaputt machen kann, ey. Du hast die ganze Zeit Action dafür. Ich kann immer nur fighten. Ja, ist ja okay. Ja, ist ja okay. Hilft euch das Gravitationsfeld überhaupt? Nee, das ist behindert uns eher, dass es irgendwas hilft. Das kann ich blocken, das Feuer. Oh, guck mal, da ist direkt das Horn oben weg. Mit herzlichen Grüßen. Nochmal. Ich geh mal auf die andere Seite zum Heilen, ne? Hm. Ja, da wollte ich gerade hinspringen. Hops! Du kannst doch links immer alles kaputt machen. Oh, fuck, tot, ey. Das gibt's doch gar nicht. Bin auf dem Weg. Bin auf die Blätter hoch und bin auf das Heilding. Lumi, bleib doch drüben! Ich mach's doch gleich! Ich mach doch gleich Heilung! Ich bin schon dabei! Aber wenn du jetzt ja kaputt gegangen wärst... Ey, das ist doch sowas von arschlos! Ich war dort oben, wurde zweimal gebissen und bin sofort gestorben. Ja, wenn wir aber beide auf einer Seite sind, dann beißt er immer in die richtige Richtung. Der beißt immer nur in eine Seite. Genau so, Lumi. Hier bin ich, guck mal. Zieht auf die Ohrringe. Okay, ich kann mit dem Hammer doch nicht treffen anscheinend. Das ist natürlich doof. Ups. Hier bin ich, guck mal, hier ist die Kiste. Hier. Oh, fuck. Sauber getroffen. Heilen? Also alle geheilt? Ich wollte gerade sagen, du heilst doch. Boom. Ab dort von oben. Oh, und Viecher. Ich geh nochmal heilen. Hab ich mal kurz. Nochmal geheilt? Müsste es eigentlich hinhalten können. Dahin. Doch nicht. Bin schon dabei. Vielleicht müsste es gehen mit dem Feuer. Hab schon wieder getroffen. Alles gut, mach weiter so. Ich geh uns wieder heilen? Ja. Ist der Ding noch? Ihr geblieben! Ihr Salamander! Nicht meine Freunde angreifen! Felix, kommt der Salamander zu dir. Hab ihn. Ich hab ihn schon wieder getroffen, den Drachen. Geh heilen. War heilen. Ein Ohrring. Ein bisschen voll. Aua, beiß mich mal nicht. Oh Gott. Mama, ich bin tot. Ich häng da mal ab, ne? Danke. Bist da? Oh Gott, yo, ich hab keinen. Au, jetzt fällt mir das von oben, ey, das ist... Au! Du hast die genau zu mir geblockt. Ich habe überhaupt nichts geblockt, da kann man mir nämlich nichts. Wenn ich da unten ist was, wo du mir helfen könntest. Bin tot. Da hat mir was genau zu wissen, wo ich da runtergekommen bin. Benny?
Ja, wenn da nicht so viel Shit runterkommen würde, wäre das relativ safe. Hier ist ein fucking Salamander. Moment, getroffen! Ah, wir haben's. Ja, nice. Geschafft! First try, Kappa. Da musst du echt zusammenarbeiten, damit du das hinkriegst. Einer muss unten die ganze Zeit säubern, der andere muss drüben die ganze Zeit ablegen. Die schlafende Prinzessin gehalten hatten, zogen sich zurück. Was ist passiert? Lebe ich noch? Rosie! Überrascht sahen die Helden, wie Rosabelle in den unterirdischen See fiel. Isabel tauchte dem Schatten Rosabelles hinterher. Kurz darauf kehrte Isabel mit ihrer Schwester zurück. Danke für die Befreiung, Helden. Sehr erfreut, Frau Prinzessin. Wenn nur die Umstände heiterer wären. Rosie, sie war schon immer sehr stur. Braucht ihr etwas? Ein Handtuch? Ich will nur nach Hause. Ich ein fürchte, Handtuch? Euer Schloss liegt in Trümmern. Oh. Ihr habt zudem ein paar echte Probleme mit den Rohren. Mit Rohren, yo. Wie kommen wir hier wieder raus? Die Portale sind alle verschwunden. Da erschien der Trine und erfüllte die Höhle mit seinem goldenen Licht. Das Licht wurde wärmer und heller und hüllte alle in eine unsichtbare Decke aus Wohlbehagen und Sicherheit. Die Tunnel verschwanden aus ihrem Blickfeld. Der Trine brachte unsere Helden genau in den Wald zurück, in dem der Zauberer und der Ritter sich zu Beginn getroffen hatten. Wir haben unsere Aufgabe erledigt. Das Königreich ist gerettet und der Wald wieder normal. Wie denn nur? Isabels Magie hatte den Wald beeinflusst. Jetzt, wo sie frei ist, stimmt das Gleichgewicht wieder. Nein, ich habe das magische Wasser für meine Kartoffeln vergessen. Hier, ich habe eine ganze Haut voll davon. So ja, also bist du doch ganz anständig. Sie kostet 5 Goldstücke. Was? Du hast doch schon eine Krone. Die drei Helden sprachen die ganze Nacht über ihr großes Abenteuer, bevor sie morgens aufbrachen. Die Prinzessin und die Kürbisse wurden gerettet. Das Abenteuer neigte sich dem Ende entgegen.